Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda: The Windwaker HD. Das große Finale. Es scheint uns bevorzustehen. Wir stehen jetzt nämlich Ganondorf gegenüber. Mein Reich lag inmitten einer Wüste. Am Tag jagte ein glühend heißer Wind über das Land. Des Nachts herrschte der eisige Griff bitterster Kälte. So oder so. Der Wind brachte nichts als den Tod mit sich. Doch der Wind in Hyrule bringt etwas anderes, etwas ganz und gar anderes. Und mich verlangte es nach diesem Wind. Es kann nur Schicksal sein. Erneut versammeln sich diejenigen, welche die Zeichen tragen an diesem Ort. Meine Hand vermag jenes zu fassen, was dem Betrachter jedes Gelüst gewährt. Wenn die Zeichen für Kraft, Weisheit und Mut zusammenkommen, steigen die Götter vom Himmel herab. Wer die Kräfte der Götter, sprich das Triforce, berührt, dem wird jedweder Wunsch erfüllt. Das Triforce der Weisheit ist bereits mein. Fehlt nur noch deines. Unser Triforce des Mutes. Doch das können wir ihm niemals geben. Nicht ihm, diesem Tyrann. Verdammt! Verdammt das Masterschwert! Um Gottes Willen! Huah. Und da werden wir ausgenockt. Keine Angst, ich will dich nicht töten. Aber in deinem Körper ist etwas, das ich unbedingt brauche. Was? Und nun soll sich mein Schicksal erfüllen. Verdammt, unser Triforce. Tetra alias Zeldas Triforce. Und das Triforce der Kraft von Ganon. Sie drei. Die drei Teile werden wieder eins. Götter, höret meinen Wunsch. Erhebt dieses Land wieder ans Licht der Sonne. Gebt mir Hyrule. Wer das Triforce berührt, dem wird jedweder Wunsch erfüllt. So war es doch, oder etwa nicht, Ganondorf? Der König von Hyrule. Götter des Triforce, höret meinen Wunsch. Eine Zukunft, schenket diesen Kindern eine Zukunft, die voller Hoffnung ist. Hyrule, das Reich der Vergangenheit, möge weichen und die Zukunft dieser Kinder strahlend erleuchten. Und der Wunsch des Königs sei dem Triforce Befehl. Damit hat sich unser Schicksal erfüllt. Ganondorf, du sollst zusammen mit Hyrule versinken. Verdammt, mir tut alles weh. Wie töricht. Eure Zukunft, sagst du? Hör auf zu lachen. Du bist wirklich ein bösartiger alter Mann. Tut mir leid, Takeru. Ich muss wohl eingenickt sein. Los, lass uns schleunigst von hier verschwinden. Gehen wir heim. Heim auf unser Meer. So machen wir das.
Doch zuvor müssen wir ihn besiegen. Meinetwegen. Dann zeigt mir doch mal, was eure Zukunft, eure Hoffnung wert ist. Und ob ihr des Triforce würdig seid. Dann also wird der Endkampf beginnen. Ich werde versuchen, ihn kurzzeitig außer Gefecht zu setzen. Versuch ihm also währenddessen Schaden zuzufügen. So werden wir es tun. Wir sollten am besten bewerkstelligen, dass er uns anschaut und nicht Tetra. Denn so kann sie ihn treffen. Greif an! Treffer! Hur, hur! Immerhin schon mal so ein paar Treffer haben wir gelandet. Hur, hur, hur! Okay, wieder mal aufpassen. Er muss uns anschauen, Treffer. Hua, hua. Wieder zurückweichen. Das ist eine gute Taktik, eine sehr gute Taktik. Denn so kann Tetra ihn hinterrücks angreifen. Und wir, ja, fügen dem Schaden zu. Sehr gut. Der merkt auch echt gar nichts, oder? Der merkt wirklich nichts. Anscheinend zumindest. So. Verdammt. Hat er es bemerkt? Nein. Tetra, Zelda. Verdammt nochmal. Sie ist ausgenockt. Was haben wir jetzt zu tun? Müssen wir jetzt so gegen ihn kämpfen? Hu, hu. Alter. Hu. Der ist aber mächtig stark, oder? Hu. Jetzt aber. Okay. Es ist Zeit, den Trank zu nehmen. Denn ich schlag mich hier gerade eher weniger toll. Hua. Jetzt vielleicht. Nein. Hua. Jetzt. Nein. Auch schon wieder nicht. Am besten sollten wir immer kontern, wenn es irgendwie geht. Wie war denn das hier noch? Ich habe es jetzt einmal gespielt, Alter. Immer diese alte Prozedere hier. Ich weiß nicht genau, wie man ihn am besten ausnocken kann. So, jetzt aufpassen, Contenance. Ihn angreifen lassen und dann irgendwie kontern. Jetzt vielleicht, aber ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn leider nicht. Jetzt aber. Manometer, 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 dreimal schwarzer Peter. Und sie ist wieder wach. Mann, Mann, Mann. Gar nicht mal so einfach herauszufinden, wie wir ihn am besten besiegen. Da haben wir, wie gesagt, die Erfahrung so ein bisschen fehlt. Oh, jetzt trifft sie mich auch noch. Was ist das denn für eine Scheiße? Wie machen wir es am besten jetzt? Können wir mit ihr reden? Takeru, jetzt müssen wir uns wohl eine etwas raffiniertere Taktik einfallen lassen. Takeru, ich ziele auf dich. Und du benutzt dann dein Schild, um... Verstehst du? Ach so. Treffer. Treffer. Und der Todesstoß. Puh. Wir haben ihm den Todesstoß verpasst. Mitten in den Kopf hinein. Ha. Haha. Der Wind. Er weht. Und Ganondorf, er wird eins mit dem Stein. Takeru. Wow, da sind wir wohl ein bisschen Blackout-mäßig unterwegs. Wir sind zusammengesackt. Der Arme. Meine Kinder, hört meine Worte. Ich habe die Vergangenheit stets bereut und in Zwietracht mit ihr gelebt. Wenn ich doch die Dinge nur umgeschehen machen könnte. Es verging kein Tag, an dem ich nicht an das Königreich gedacht habe.
Ich war die Geisel dieses meinen Landes Hyrule. In gewisser Weise könnte man sagen, Ganondorf und ich sind uns sehr ähnlich. Aber von euch wünsche ich mir, dass ihr mit nach vorne gerichtetem Blick lebt. Ich kann nicht versprechen, dass euch eine gewogene Zukunft erwartet. Und dennoch bitte ich euch, dass ihr dieser Zukunft positiv und aufrecht entgegenschreitet. Lebt wohl. Wir, eure Vorfahren, vermochten nicht mehr, als euch diese Welt zu hinterlassen. Verzeiht uns. Aber wir könnten ihr doch zusammen entgegenschreiten. Ja, wir haben ein Schiff. Wir finden es bestimmt. Ein Land, das zu einem neuen Hyrule werden kann. Und deswegen... Ja, aber es soll nicht Hyrule sein. Es soll euer Land sein. Verdammt, die Wassermassen, sie kehren wieder ein. Und wir... Tetra! Wow. Wir werden nach oben gezogen. König! Euer Land und unser Vermächtnis. Was für ein wirklich schönes Ende, wie ich finde. Tetra in ihrer ursprünglichen Gestalt und Link kehren wieder an die Wasseroberfläche zurück. Und wen sehen sie da? Die ganze Piratenbande. Nicht zu vergessen Ariel, die kleine Schwester von unserem kleinen Link, die wir ja gerettet haben. Also ein sehr, sehr schönes Abenteuer und ein Epos, wie ich auch schon anfangs des Let's Plays gesagt habe. Das Remake ist auch sehr gut gelungen. Die HD-Optik ist natürlich nochmal ein anderer Anstrich als beim Original 2003. Für den GameCube natürlich. Und was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass die Framerate so ein bisschen abgestürzt ist manchmal. Ich bin mir nicht sicher, ob das beim GameCube schon genauso war.
aber nichtsdestotrotz ein wirklich begeisterndes Abenteuer für einen Zelda-Fan, wie ich es bin. Ich weiß gar nicht genau, warum ich es zuvor halt nur einmal gespielt habe. Irgendwie hat es sich gar nicht mehr ergeben. Also ich habe es, wie ich auch schon einmal sagte, einmal für den GameCube durchgespielt und dann niemals mehr. Obwohl das ganz schön war, aber ich kam niemals dazu. Aber jetzt, in diesem Let's Play, habe ich es gemacht. Und natürlich, an der einen oder anderen Stelle hat man dann schon gemerkt, dass es nicht so gewohnt rund lief, wie es eigentlich in fast oder in vielen meiner Projekte, Zelda-Projekte, eigentlich so ist. Weil mir halt hier so ein bisschen die Praxiserfahrung fehlt. Ich nehme mal nur als Beispiel den Terra-Tempel oder aber den letzten Kampf gegen, oder den Kampf gegen Kur Ganon. Oder auch der letzte Kampf gegen Ganondorf. Da ist halt nicht immer alles perfekt. Aber muss es auch gar nicht, oder? In einem Let's Play darf auch mal was nicht so, nicht ganz so rund laufen. Jedoch ist dann hier das Ende von Wind Waker HD angelangt. Ich weiß gar nicht genau, welches Projekt dann täglich folgen wird, aber da wird es sich in jedem Fall etwas anfinden. Eventuell sogar ein weiterer Zelda-Teil, und zwar liebäugel ich damit mit dem ursprünglichen, also dem allerersten Zelda, welcher ja für den NES erschienen ist, dass ich den mal durchzocken möchte, diesen Teil. Wenn ihr dafür seid, könnt ihr auch gerne mal Kommentare schreiben oder allgemein mal schreiben, was ihr gerne sehen würdet. Das würde mich natürlich sehr interessieren. Jedenfalls, so viel zu The Legend of Zelda, The Wind Waker HD. Ich möchte mich dann gleich verabschieden. Und möchte nochmal sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr zugeschaut habt und dass ihr das Projekt verfolgt habt und mit mir dieses wirklich wunderschöne Abenteuer durchlebt habt. Da freue ich mich immer wieder, wenn sich dann einige Leute entschieden oder entscheiden, mitzuschauen, zu kommentieren, Nachrichten mir zu schreiben. Das erfreut mich ungemein und ich freue mich auf jeden Fall noch viele weitere schöne Abenteuer, ähnlich schöne Abenteuer wie The Wind Waker, zu erleben und mit euch teilen zu dürfen. In dem Sinne möchte ich sagen, auf Wiedersehen, bis zu einem nächsten Projekt, wenn ihr denn mögt. Ich lasse euch alleine mit der Schlussszene, die jetzt gleich noch kommen wird, den übrigen Credits hier. Und sage also, bis zu einem nächsten Mal, wenn ihr mögt. Und bis dahin, macht es gut.
Stecht in See, volle Fahrt voraus. Unser Ziel ist dort, wo uns der Wind hinführt.